Hey Freunde, herzlich willkommen auf Karlchen Knack. Heute in der Folge Kuno ist ein Dieb. Viel Spaß. Na was? Warum ist es denn schon so hell? Ist es etwa schon morgen? Oh ja, es ist ja Wochenende. Juhu, das heißt, ich muss nicht in die Kita. Und ich kann den ganzen Tag spielen und machen, was ich möchte. Hey, Mami. Ah, guten Morgen, Kuno. Guten Morgen. Endlich ist Wochenende. Das stimmt. Hast du denn heute was vor? Ja, ich möchte ganz viel spielen. Hey, wollen wir vielleicht nach dem Frühstück was spielen? Oh, tut mir leid, Kuno, aber nach dem Frühstück muss ich erstmal einkaufen fahren. Wenn du möchtest, kannst du da ja mitkommen. Nee, lass mal. Da spiele ich lieber was. Okay, wie du willst. Na gut, dann lass uns erstmal frühstücken und dann sehen wir weiter. Okay, aber warum ist nur für zwei gedeckt? Wo ist denn Papi? Der hat gestern noch spät gearbeitet. Deswegen ist er noch müde und schläft heute ein bisschen länger. Also weg ihn nicht, in Ordnung? Okay, ist gut. Sehr gut, na dann lass uns erstmal essen. Nee, das war lecker. Jetzt rufe ich erstmal Markus an. Vielleicht können wir uns ja auf dem Spielplatz treffen. Hallo, hier ist Kuno. Ist Markus da? Oh, den ganzen Tag nicht. Ihr fahrt in den Freizeitpark? Oh, okay, schade. Hat er denn morgen Zeit? Okay, ich rufe dann morgen nochmal an. Tschüss. Oh, schade. Markus' Papi hat gesagt, die fahren heute in den Freizeitpark. Oh, da wäre ich so gerne mitgefahren. Naja, vielleicht können wir ja morgen spielen. Vielleicht ist Papi ja jetzt auch wach. Jetzt ist es ja schon super spät. Bestimmt ist schon wieder Zeit fürs Mittagessen. Ich geh mal gucken. Papi. Kuno. Kuno, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Nein, Papi, aber mir ist so langweilig. Spielst du was mit mir? Dir ist langweilig? Oh, Kuno, ich war doch gestern lange wach. Ich muss erst noch Schlaf nachholen. Komm doch in 4 Stunden nochmal wieder. Aber Papi. Och, Menno. Oh, das ist doch doof. Och, Menno. Mami hat keine Zeit. Papi hat keine Zeit. Markus hat keine Zeit. Na, das ist ja ein tolles Wochenende. Ich möchte so gerne was spielen. Oh, Mann. Alleine spielen ist doch langweilig. Oh, Moment mal, ich habe eine Idee. Opi hat mir doch zum Geburtstag dieses Skateboard geschenkt. Ich könnte ja versuchen, damit zu fahren. Dann lerne ich das endlich mal. Und vielleicht kann ich den anderen in der Kita ja ein paar coole Tricks beibringen. Oh yeah, ich glaube, Mami hat es in die Kiste im Flur gepackt. Da gucke ich gleich mal nach. Ui, da ist es ja. Oh, das ist ganz schön groß, aber eigentlich sollte das gehen. Ich teste das mal sofort draußen. Okay, mal gucken. Mein Helm habe ich auf. Mama hat gesagt, ich darf nie ohne Helm fahren. Und jetzt würde ich mal sagen, einfach draufstellen. Okay. Ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Gibt es da irgendeinen Knopf oder so? Sieht nicht so aus. Und wenn ich mich ein bisschen mit dem Fuß abstoße, dann müsste es vielleicht funktionieren. Vorsicht! Wow! Autschi, das ist doch gar nicht so leicht, wie ich dachte. Na gut, aber Papi hat gesagt, man darf nie sofort aufgeben. Man soll es immer wieder versuchen und irgendwann klappt es. Also nochmal! Okay, jetzt ganz vorsichtig. Und... Nicht ganz! Jetzt mal vorsichtig einen Trick probieren. Das ist so cool, aber Moment mal, was ist das? Ein Knopf? Hey, den habe ich vorhin nicht gesehen. Mal gucken, was der macht. Ich kann auf jeden Fall mit dem Fuß drauf treten. Also dann. Was ist das denn für ein Knopf? Hilfe! Treten Sie bitte näher. Uhren, Schmuck, Deko-Gegenstände. Und das nur heute zu einem unschlagbar günstigen Preis. Greifen Sie zu, solange noch genug da ist. Die Angebote gelten nur heute. Uhren, Schmuck, Deko-Gegenstände. Seien Sie nicht schüchtern, treten Sie doch näher. Oh, Hilfe, wie halte ich dieses Ding nur an? Das hört gar nicht mehr auf. Opa
hätte mir auch was von dem Turboknopfe ziehen können. Ei, nee, Vorsicht. Treten Sie näher, treten Sie näher. Autsch. Oh, hey Kleiner, ist alles okay? Hast du dir wehgetan? Hey, warum liegst du in meiner Ware rum? Tut mir leid, ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. Aber mir ist nichts passiert. Hui, gut, dass der Stand mich abgebremst hat. Auf den Turboknopf trete ich nie wieder. Na, wenn alles in Ordnung ist, dann tritt zur Seite. Nicht, dass du mir noch die ganzen Kunden verscheuchst. Ja, ist ja gut, tut mir leid. Ich bin ja nicht mit Absicht hier reingefahren. Pip, ich bin schon weg, so ein unhöflicher Mann. Ach, oh Mann, sowas ist mir auch noch nie passiert. Er hat die ganze Ware durcheinander gebracht. Moment mal, das ist doch da... Hey, ein Dieb! Hey, Kleider, stehen bleiben! Hey, du, stehen bleiben! Hey, was will der denn? Jetzt würde er mich bestimmt ausschimpfen, weil ich in seinen Stand gefahren bin. Dabei hat er das doch eben schon gemacht. Das war doch keine Absicht. Und nee, ich bleib ganz sicher nicht stehen. Hey, Junge, bleib stehen! Der ist ja ganz schön hartnäckig. Aber den kann ich bestimmt irgendwie abschütteln. Mal schauen. Hier? Da vorne. Na warte, du kriegst mich nicht. Jetzt ein Stück hier rüber. Nein, du musst weiter nach rechts. Nein, muss ich nicht. Ui, das schaffe ich. Ui, Oh Mann. Hey Junge, bleib stehen. Der ist immer noch da. Stehen bleiben. Oh weia, das sieht nicht gut aus. Hey, Kleiner, Vorsicht. Hab ich dich. Hey, warum verfolgen Sie mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach nein. Nein. Du hast mir doch gerade eine Kette geklaut. Was? Nein, hab ich gar nicht. Das würde ich doch niemals tun. Ach ja, und was ist das hier? Ja, die habe ich noch nie vorgesehen. Die war an deinem Pulli. Lüg doch nicht. Du bist vorhin in meinen Stand gefahren, um sie zu klauen. Und jetzt bist du vor mir geflüchtet. Nein, so war das nicht. Ich bin geflüchtet, weil sie hinter mir hergelaufen sind. Aber ich habe die Kette nicht geklaut, wirklich nicht. Die muss irgendwie da reingerutscht sein, als ich in den Stand gefahren bin. Ich schwöre, ich würde sowas nie klauen. Was soll ich denn mit einer Kette? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Trotzdem ist das sehr verdächtig. Ich schwöre, ich war es nicht. Das war ein Versehen. Bitte, 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 bitte. Sie müssen mir glauben. Ich weiß nicht. Ich schwöre, ich war es nicht. Das war ein Versehen. Na gut, ich glaube dir, ausnahmsweise. Aber wenn ich dich nochmal erwische, sag ich der Polizei Bescheid und deinen Eltern. Okay, das passiert nie wieder, versprochen. Das war ja auch ein Unfall. Na gut, aber pass in Zukunft besser auf, wo du hinfährst. Sonst kann das auch richtig ins Auge gehen. Naja, ich habe die Kette ja jetzt wieder und es ist nichts weiter passiert. Ich gehe dann wieder zurück zu meinem Stand. Also, pass auf, wo du hinfährst. Mach ich, keine Sorge. Puh, das war ganz schön knapp. Von Papi würde ich bestimmt eher Ärger kriegen, dass ich mich erwischen lassen habe. Nicht, weil ich geklaut habe. Aber das war wirklich ein Versehen. Ich muss Opa fragen, ob er diesen Turbo ausschalten kann. Damit kriege ich sonst nichts als Ärger. Aber Skateboardfahren macht doch ganz schön Spaß. Ich glaube, das nehme ich Montag mit in die Kita. Hey Leute, oh Mann, was für ein Abenteuer. Ein Glück, dass ich keinen Ärger mehr bekommen habe. Es war ja wirklich nur ein Versehen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Klickt dazu einfach hier oben. Und noch mehr spannende Abenteuer gibt es hier rechts im Bild. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.